ich war auch direkt bei ihr, dann, wo sie geschrien hat. Und ja, sie hat direkt gesagt, warum jetzt, warum? Und das ist eine ganz bekloppte Situation. Und auch generell, dass dieses Jahr wieder was passiert bei uns. Letztes Jahr war es Leo mit ihrem Kreuzbandriss. Heute ist es Lulle mit einem, ja, mit einem Knochenbruch. Also ja, ich glaube, so ein bisschen verflucht sind wir hier auch. Es ist immer schlimm, wenn gerade eine Mitspielerin auf dem Boden liegt und jemand auch anmerkt, dass es wirklich sehr, sehr weh tut, dass es schlimm ist und man kann ihr in dem Moment auch nicht helfen. Ich habe immer gehofft, dass es vielleicht nur der erste Schock war, aber wenn ich das jetzt höre, Wadenbeinbruch, das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Für die Nadine, glaube ich, ist es erstmal gut, dass man überhaupt weiß, was es ist, dass man erkannt hat, dass da was ist, was operiert werden muss. Und das, da hat man ja Hoffnung. Und ich auch, dass es dann vielleicht recht schnell heilt. Von daher würde ich ja jetzt gar nicht sagen, dass sie vielleicht nicht dabei ist oder dabei ist. Also ich bin ja kein Hellseher. Wir warten es ab. Cassie ist für uns auf der 6 immer eine unglaubliche Stütze gewesen. Die ist ein totaler Typ auf dem Platz und auch neben dem Platz. Und ja, dass es für sie jetzt wieder einen Rückschlag gibt, das tut mir total leid. Ich denke, dass unsere Spielerinnen das ganz gut gelöst haben. Und es war nicht immer einfach gegen die Chinesen, weil sie sehr kompakt standen und sehr aggressiv auch zugelaufen sind. Und, aber insgesamt haben wir 2 Tore geschossen und sind deshalb zufrieden mit diesen 3 Punkten. Im Großen und Ganzen, glaube ich, waren wir gerade auch, was die zweiten Bälle angeht, sehr präsent. Im Zweikampfverhalten generell waren wir sehr robust diesmal. Und das war, glaube ich, auch hinterher dann ausschlaggebend für den Sieg.